Leif Parteifreundin, Leif Freundin, Sympathisanten von der ADR, Leif Vertreter von der Presse, und last but not least, Leif Kandidatinnen und Kandidaten. Wegen Ehre sind wir heute Abend hier. Wir stehen heute um 4 Abend von etwas, was zu Lützeburg nicht dags geht, von 4 gezündeten Neuwahlen. Ich hatte nicht gemerkt, dass ich an meinem Leben das einige Jahre hier zu Lützeburg erleben ging. Und wie ich für 5 Monate Präsident von dieser Partei gesehen habe, hatte ich mir an meinem größten oder kingsten Dream nicht erwartet, dass ich an 5 Monate unterstützt von dieser Partei an den Wahlkampf ziehen dürft, nicht muss, sondern darf. Das Ganze hat am Anfang gewöhnlich ausgesehen, wie wenn es nicht zu gerieren wäre, aber es ist ein formidabler Effort von der ganzen Partei gemäht gehen. Und mit der Hilfe von euch all, von nah und von weit, also da ist gelungen, eine wirklich valable Kandidatenlust von 60 Kandidaten aufzustellen. Ein dicke Merci an euch all, die da ist geholfen hat bis heute. Ein anderer großer Merci geht aber ins Sekretariat. Als Sekretariat, was, wie du wirst, bei einer kleinen Partei auch nicht mehr ein kleines Sekretariat ist. Das bezieht sich nicht auf die physisch Größe, sondern auf die personell Größe. Lilly, entschuldige mich. Hat sein Mann gestanden oder beziehungsweise sein Frau, weil als Sekretariat ist eigentlich zu 90% weiblich. Sie, an hier Erbig, tun das erlaubt, dass man haut wunderbar Bilder haben von unseren Kandidaten, dass wir Englisch tun, die wir der Presse geben können, dass wir kommunizieren, dass wir der Presse geben können und dass wir überhaupt los stehen. Auch und Sie entdecken, merci. Ich hoffe, dass Sie die nächsten 2 Minuten auch noch so führen helfen. Lo muss ich sich aber vorstellen, für was wir heute Abend hier stehen. Klar, Neuwahlen, aber für was also zu weit kommen, an diesem Land, wo ihn eigentlich Neuwahlen für etwas, 4 gezogene Neuwahlen für etwas komplett Undenkbares gehalten hat. Wenn wir die Bilanz gucken, von knapp 30 Jahren CSV-Regierungsbeteiligung hier zu Lützeburg, da könnt ihr eigentlich sagen, dass sie nicht viel mehr katastrophal ausfallen könnt, wie das, was logisch ist. Finanziell aus Lützeburg um Bord von einer, wenn wir Chain ausdrücken wollen, Katastrophe. Wir Lützeburg eine Entreprise oder private Staat, dann kriegen wir nur bei der Bank schon keinen Kredit mehr. Wenn wir sind am Gang, suchen. Wir sind am Gang, suchen, Lehnen zu gehen, für andere Schulden zu bezahlen. Die erste Kehr an unserer Geschichte sind wir dieses Jahr so weit, dass wir 2 Milliarden Lehnen gehen, für 2 Milliarden Schulden zu bezahlen. Das heißt, wir machen Schulden, ohne etwas Produktives damit zu erreichen. Das ist wie an einem privaten Staat nicht möglich, an einer Entreprise auch nicht. Beim Staat schenkt so etwas zu gehen und dann läuft ihn sich nach über eine gute Politik und über den sicheren Weg, den in die letzten 4 Jahre geführt wird. Fragt ihn sich nicht mehr, wo ist der sichere Weg hingegangen? Wir haben heute eine Schuldenspirale zu Lützeburg, die dazu feiert, dass wir immer mehr Schulden haben, und gleichzeitig das Staatsdefizit automatisch damit klimmt. Und die finanzieren wir dann immer mit Schulden. Und das von Jahr zu Jahr. Das heißt, wir belasten los schon die Zukunft von unseren Kindern, weil sie müssen ja nur die Schulden irgendwann einkehr bezahlen. Da der hat schon ganz lang, schon 400 Wahlen 2009, ganz klar gesagt, dass es nicht so viel gehen kann mit den Ausgaben. Dass gespürt gehen muss, dass er irgendwo auch aufhängen muss, nur zu denken, wer er möchte, auf wen er möchte, auf wo er möchte. Dem muss immer belächelt gehen. Heute weiß plötzlich nicht verrehen, dass man die letzten 4 Jahre zu viel suchen ausgehen haben. Als Proposen, die man gemäht haben, an die man lohren wiederholt haben, an die man lohren nach ausgefeilt haben, sind sozial gerecht und ausgeglacht. Wir müssen eine nachhaltige Finanzpolitik hier zu Lützeburg kriegen. Wir müssen uns bewusst sein, dass Lützeburg auf dem Planet Erd leidet. Und der Planet Erd ist per Definition rund. Schon seit 500 Jahren wissen wir, dass die Erd kein Scheif mehr ist. Das heißt, rund heißt endlich. Das heißt, wir können nicht unendlich auf diesem Planeten Ressourcen sicher gehen.
Und wir hatten eine Wachstumspolitik an den letzten 30 Jahren hier zu Lützburg, die ob ein ungehemmtes Wachstum ausgelöst war, wo das ganze System nicht mehr darauf gebaut wird. Wenn ihr aber wisst, dass es weltendlich ist, an Lützburg als ein kleiner Bestandteil von Europa, und noch viel mehr ein kleiner Bestandteil von dieser Welt, wenn ihr wisst, dass das endlich ist, wir sehen, dass das Wachstum auch nicht unendlich sein kann, sondern endlich ist. Also muss eine Wirtschaftspolitik, wie wir sie heute zu Lützburg die letzte Zeit hatten, die ob ein unendliches Wachstum tabliert, zum Scheitern verurteilt sind. Und das ist heute an Loh geschieht. Wir müssen ganz klar sehen, das, was die Lützburger Stadt gemäht hat, als ein Schneeballsystem. Wenn die an einer Lotterie mitmacht, wo ein Schneeballsystem angewandt wird, dann wird die verboten, dass das ungesetzlich, weil am Schluss muss immer den Dummen die letzten Rechnung bezahlen. Und wir Lützburger sind am Gang, die Rechnung zu bezahlen, die anderen ist angebrockt haben. Wir müssen uns einfach bewusst sein, dass die Gestion, wie sie bis jetzt gemäht ging, nicht die richtige ist. Wir plädieren als ADR dafür, dass wir heute zu Lützburg eine Gestion en bon père de famille kriegen müssen, mit einer ganz klaren Ausgabenplanung an der Zukunft, mit einem Aufbau von unnützen Staatsausgaben, immer überhaupt über Steuererhöhungen schwätzen können. Es kann ja nicht sein. Es kann ja nicht sein, dass wir hier als einzigen Spurvorschlag es fertigbringen zu sollen, dann hätte ich mal steuern. Da haben wir das Problem gelöst. Nein, wir müssen erst mal spüren, lehren, da am Staat, und dann fängt man an, über Steuererhöhungen vielleicht nachzudenken, und dann auch nicht mehr sozial kompatibel, und nicht darum um Bockel von den kleinen Leuten, wie das ja darum hierno lebt. Seit 7 bis 8 Jahren wissen wir, dass TVA ob der Taxelektronik heute zu Lützburg 2015-16 fortfällt. Taxelektronik, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, macht im Moment bald 1 Milliarde aus und Resette vom Staat. Wenn wir da wissen, dass ein Staat ein Gesamtbudget von 12 Milliarden Euro hat, dann sehen wir, dass allein die Tax knapp 10% vom gesamten Staatsbudget ausmacht. Die fällt fort. War das die Antwort von der aktuellen Regierung, siefse lo CSV, siefse LSAP gesteuert, da den das der Wirtschaftsminister, da dann das der Finanzminister. Die Antwort von der jetzigen Regierung an ihrer Weitsicht, an ihrer unendlicher Weitsicht, dass das muss die nächste Regierung lesen. Heißt da konkret, dass CSV und LSAP nicht mehr an die nächste Regierung wollen, und ich das so richtig verstanden? Ich denke schon, weil es kann ja nicht sein, dass man nächstes Jahr anfängt, als zu überlegen, wie man das lach, was wir 2015 kriegen, füllen. Da sieht man, dass als Regierung, die wir im Moment haben, absolut, außer mal am Scheckheft zu wedeln, nicht wirtschaften kann. 2009 haben wir das noch erlebt. 2009, kurz vor den Wahlen, sind plötzlich à Tour de Bras Scheckservice verteilt gehen, an Schulmeistern 100.000 Euro an der Pei beikriegt. Das wäre schön. Das wäre für CSV 26 Sitz. Wie durch einen Zufall. Lo geht das nicht mehr. Aber wir bezahlen hautnach und den Schulden an einem Staatsdefizit von dem, was dem unsere Gehälter gehecht ging, an Usue verteilt ging. Ohne dass die Suhe überhaupt da wären. Die Suhe sind verteilt mit Schulden. Und es gibt Leute, die geben haut 4 Uhr gerne Schulden abholen, für das man Lo vielleicht am Kader vom letzten Gehälterakkord mit den Staatsbeamten nach ein Kehr so viele Indexpunkte an die Leute gehen. Das kann es nicht sein. Da muss ganz klar ein Stopp gesagt gehen, wir müssen erst mal als Staatsfinanzen an drei bringen. 9 Jahre CSV, LSAP. An Finanzen, an das Staatsbudget, leider nach Schirbeln. Da. Es muss sich etwas ändern, es muss eine Wirselheit zu Lützburg kommen. Ein Land, das in den 90er Jahren über Petrodollar, das heißt, über die Akzisen, die man um den Tankseile kassiert haben, um Masut und um Benzin, mehr pro Kap Dollar angeholt hat, wie Saudi-Arabien zur selben Zeit, das muss ihn sich mal durch den Kap gehen lassen, und das ist nur gewesen, nur gerechnet, über 10 Jahre haben wir mehr Suhen angeholt, an dem wir den Benzin nicht mehr verkauft haben, wie die Länder, die ihr produziert haben. Ein Land wie das hat heute nicht mehr nach Schulden an einer Fange, sie keine Suhe mehr. Das muss in sich durch den Kopf gehen. Und das ist die Regierung, die sieht, wir machen 4 Uhr, wir wollen eine neue Wanderer bringen.
Also für mich ist das ein Unding von der Möglichkeit. Der Beispieler von einer schwarz-roten Fayette geht es nach mir. Hüllen wir einfach die Nebigsmarsche. Wie die schwarz-rote Regierung für Roninho angefangen hat, hat mir ein Erbigsmarsche mit 2,6% Chômage. Heute stimmen die Zöllen nach immer. So haben wir hier Plätze gewechselt. Heute haben wir 6,2% Chômage. Das ist ein Erfolg von 9 Jahren Erbigtspolitik. Lo hat als Regierung an dem Rapport letzte Woche ein Datz gekriegt. Das gesagt, ging heute 9 Jahre geschlafen. Das ist nichts geschieht. Ihr seht zwar lo auf dem Weg zu anderen, aber das ist nichts geschieht. Er hat mich, den zuständigen Minister, er hat mich, die zuständige Regierung, sie klappt sich auf die Schelle, er sagt, mal tipptopp, da mir kein Datskredit steht, es geht ja besser gehen, es geht ja vielleicht besser. Aber da frage ich mich, pardon, was haben Sie die letzten Jahre gemäht? Kann doch nicht sein, dass das so wie wenn wir am Lycée, früher oder auf der Uni, wenn wir da waren, das ganze Jahr, das ganze Studium nicht geschafft hätten, auf ihrem letzten Examen machen wir einen kleinen Effort, und da sagt der Professor, ma jo, der letzten Examen, der war aber ein bisschen besser. Das ist ja, du bist um richtig weh, nach zweimal dasselbe Jahr, und du packst es. Und genau das, darauf behauptet sich lo als Regierung, und als Nebigsminister, und die sagt, ma jo, ich habe ja lo gesagt, krieg, dass ich lo um richtig weh wie. Und dann hat 4 Jahre gebraucht, für festzustellen, dass ein lo auf der richtigen Weg gekommen ist. So kann es nicht 4 Uhr gehen. Wir sind doch 4 als ADR, dass alle Erbigtshölften, die um Erbigtsmarsche gemäht gehen, zusammen gebündelt gehen, konkret gezielt angesagt gehen, dass die lo an Mesure d'emploi sind, rem dem ersten Arbeitsmarkt zur Verfügung gestaltet gehen, sodass Patronen rem direkt in die Leute kommen und zeitgleich auch die Hilfen direkt den Patronen zugutekommen. Es kann ja nicht sein, dass ich eine Summe erstellen als Patron und da kriege ich versprochen, an 2 bis 3 Jahren kriegst du über das Remboursement von einer Tax X oder Y, die ich aber am Vierfeld schon mal bezahlt habe, kriegst du da remboursiert, dass du bereit was die Summe anzustellen. Wenn die Beschäftigungsmesuren, die man im Moment nach unten so funktioniert hätten, dann hätten sie auch keine Schulden machen können und dann hätten sie nicht so viel Suche vom Staat verbrannt, für dicke Administrateurengehälter auszugehen. So kann es nicht sein, wir müssen das ganz sammeln, gezielt denen Leuten helfen, die auch Hilfe brauchen. Der zweite Pilier am Chômage ist ganz klar die Ausbildung. Wir müssen endlich aufhören mit den Experimenten an der Schule. Eine Schule experimentiert sich zu tot. Wir müssen an den Examen, an ob den Bulletin Leistung gesehen als Konsequenz von Kompetenzen. Am Moment sehen wir Kompetenzen als Leistung. Und das ist keine Leistung. Für lauter Kompetenzen gesagt in keine Leistung mehr. Und das ist das Problem, auf dem Marché lebt man es, dass ganz schwer nach gut formiert Schüler aus dem Sekundär zu kriegen. Da weint mit der ADR eine bessere Education gleich Männer Chômage. Wo wir schon beim Bündeln sind. An den letzten Jahren sind ganz viele Familien zu lernen entstanden. Vom Kannergeld bis zu den Scheckservicen über verschiedene Beihilfen und alles, was mit der großen Strenz hier verdeelt ging. Da der proposiert ganz klar, all die Hilfen zusammen zu bündeln und alle Familien direkt, nicht in Form von Schecken oder so, alle Familien direkt zur Verfügung zu stellen, so dass man ein sozial selektiv kompetent Hilfe für die Familien kriegen. Dadurch können wir die immens Bürokratie aufschärfen, weil wenn er guckt, was haut für eine Bürokratie, hat er denen Scheckservicen, hat er denen helfen, ihr müsst da ein Zertifikat rausschicken, da geht das überprüft, da sind rum 2 Beamten, die man beschäftigt, nicht, dass die Leute die Arbeit nicht machen, sie sind dafür gestellt, die Arbeit zu machen. Aber die hat Hanno eigentlich nicht mehr nach Paparazzen zu machen, für Hanno ein Minimum Usuren zu kriegen und ein Minimum in Hilfe. Da weint, die Hilfe müssen direkt den Familien zur Verfügung gestellt gehen und da kann es nicht sein, dass hier am Land, so wie der Moment der Fall ist, in den der Mindestlohn hat, genauso viel Hilfe kriegt für seine Familie, wie den der Bankdirektor ist. Nicht, dass ich keinen Bankdirektor habe, ganz am Gegenteil. Aber das ist weder sozial noch nachhaltig, wenn der Bankdirektor dieselbe
familiär Unterstützung kriegt, wie ein Mindestlohn, den man mehr Not mal nicht weiß, wie ein Salarié bezahlt. Was der nicht will, ist das, was die Regierung mit der Mama-Rente gemeint hat. Einfach von Haut auf mehr und nach dem Optik mir spüren lo, Mama-Rente von 60 auf 65 an die Lut gehören. Ich wollte, sie hätten das mal an den staatlichen Service gemeint und sie hätten da proposiert, ab Logo, dass ich den Rente mit 65, egal wie viele Jahre du den Kanner oder den Erbicht für Druck gemeint hast. Weil die Mama haben teilweise mit 20 Uhr gefangen, ihr Kanner groß zu zählen und daheim zu bleiben und die sind nur einfach auf 65 erreicht gehen. Stell dich das mal an der Funktion Publik für, die Regierung hat keinen Zwing, dich überstanden, die hat mal nicht einen halben Tag überstanden. Aber wenn wir dann von Murks bei Gesetzen schwätzen wollen, da können wir ein ganz rezentes Beispiel nennen, da das die berühmte Studie beihilft. Geht für euch von euch hört Kanner oder Enkelkanner, die davon direkt oder geschwind betroffen gehen, an was das da geschieht. Für uns 2 Jahre haben wir ein Gesetz gebaut, wo man gemeint hätte, mir gehe für viel zu spüren. Ob es gerechtfertigt wäre oder nicht, ich sehe kein Jurist, ich will das nicht durchstellen. Aber der Mann, den das Gesetz ausformuliert hat, an den das Gesetz an die Chamber berührt hat, der Mann hat sich lovantiert, dass er als größten Rechtskenner an das Gericht geht, was für genau 2 Monate genau sein Gesetz gecancelt hat, wegen europäischer Nichtrechtmäßigkeit. Also das muss ihn sich mal ganz auf der Zunge zergehen lassen. Aber was haben wir gemeint, mir Lützburger? Wir wären total überrascht, da tun wir eigentlich so gönne der Wert. Dabei wäre seit einem Jahr aus den Kulloire vom Europäischen Gerichtshof zu hören, dass das da Gesetz gekippt wird. Und als Minister war komplett an hier Beamte war komplett überrascht und deswegen hatten wir keinen Plan B am Tierrang. Aber was haben wir gemeint? Wir haben gesagt, oh, komm, wir verlängern das Gesetz und wir holen die Frontalie immer dran. Gab wunderbar. Lokasch da ist am nächsten Jahr das Gesetz, weil kein Plan B am Tierrang war, weil es von Anfang an Murks war, das Gesetz, so wie du gemäht ging hast, kasch da ist das lo doppelt so viel, wie immer gespürt, tun wir der Mama rennt. Aber was tun wir dann erreicht? Nicht, wenn wir uns so exportiert dann raus aus Lützburg brüht. Da der fordert, dass Lützburger Studenten ein klar Planungssicherheit kriegen und nicht mit Gesetzen vertreten gehen, die immer nur von Jahr zu Jahr verlängert gehen und selon l'État von dem jeweiligen Minister vielleicht ein bisschen mehr und ein bisschen mehr. Eins kann er, die an Ausland studieren gehen müssen, weil viele Fächer können wir nicht hier im Land studieren, eins kann er, die an Ausland studieren gehen müssen, müssen eine Sicherheit tun, für planen zu können, wie sie hier Leben abbauen können, du baust dann ihr Studium. Man kann nicht sehen, dass sie sich alle überlegen, du hast das nächste Jahr nach Suche genug für dein Studium zu bezahlen. Man kann auch nicht um Buckel von eins anderen sehen, dass das hier ausgedroht wird. Der Staat muss hier an seine Verantwortung kommen und mit der DDR gibt es hier auch eine Lösung. Natürlich kann den Loh spöttisch sagen, es wäre gut, dass Loh Frontalier immer der Rage zugesehen. Weil dank der CSV-Wohnungspolitik von den letzten 30 Jahren haben wir immer mehr Lützeburger, die nicht immigrieren, aber emigrieren. Das heißt Lützeburger, die an der größeren Region wohnen, weil heute zu Lützeburg kein bezahlbarer Wohnraum mehr ist. Und all die Lützeburger brauchen sich nur keine Sorgen mehr zu machen, hier kann er kommen an den Genuss von der Beihilfe. Aber ich meine, das wäre nicht so gewünscht und das wäre nicht so gedurcht gewischt. Ihnen das ganz klar, mir als ADR sagen, dass ein bezahlbar wohnen, heute zu Lützeburg, eine Sozialpflicht das, und dass jeder Verein, den heute zu Lützeburg wohnen will, auch ein Recht haben muss, an eine Chance haben muss, den an korrekt wohnen zu können. Aber wir würden dafür sorgen. Weil es kann nicht sein, dass wir ein Volk gehen von Wirtschaftsfrontalien, die aus wirtschaftlichen Gründen an das Ausland gehen müssen. Weil jeder Verein hat Recht auf sein Heimischt. Und damit wäre ich dann beim Schlüsselwort Heimischt, auch da will ich 2 Minuten drüber verlieren. All Mensch auf der Welt hat Grundrecht auf ein Heimischt. Und ich habe selber 25 Jahre im Ausland gelebt. Und ich kann nicht so, wenn ich 25 Jahre im Ausland gelebt habe, dann bin ich froh, wenn ich weiß, wohin du heim hast. Heimischt ist da, wohin sich du heim fühlt, wohin sich integriert fühlt,
wo ein Spruch schwätzt von dem Land, wo ein ist, wo ein Verantwortung mit drohen kann, wo ein die Verantwortung auch mit drohen will, an den demokratischen Entscheidungsprozess ergreifen kann. Kein Land wie Lützeburg weiß, wie wichtig enthebe ich das. Zweimal am letzten Jahrhundert haben sie probiert, das Thema nicht fortzuhalten. Zweimal haben wir sie zurückgekriegt. Das ist nicht im Soß, dass wir ein von den wenigen Ländern sind, wo es Nationalhymne heimisch täuscht. Das muss man sich auch mal bewusst machen. Wir denken, Heinz, du ganz sicher, du drüber noch, so ein Nationalhymne als heimisch, denn man heimisch als ein ganzes Programm. Doppelnationalität. Wir haben als Lützeburger als Land groß abgemäht, als Herz groß abgemäht. Doppelnationalität noch 5 Jahre. Ein Kurs am Connaissance Civique. Ein Spruchtest auf einem so nicht mal einfachen Niveau. Mir geht nicht verlangt, für das jeder Verein, der will, heute zu Lützeburg, Lützeburger gehen kann. Ich denke, mein Schein kann ich nicht mit den Leuten schwätzen. Aber trotzdem gibt es im Moment bald einen Konsens bei allen Parteien, dass, lo am Wahlkampf auch, dass das Wahlrecht exklusiv für die Lützeburger aus der Verfassung gestracht werden soll. Mit der Optik, ein Lobby zu bedingen und dann über Gesetzeswege Wahlrecht für jede Vereinheit zu Lützeburg, wenn ihn dann der Asti nur geht, sogar nur 1,5 Jahre, wenn ihn also knapp 18 Monate ist, abzumachen, egal ob ein Hai wille will, ob er nicht wille will, ob ein Spruch versteht, ob ein überhaupt wissen, was das geht, das soll abgemäht gehen. Ein das sicher, mit der DR gibt es kein Wahlrecht für nicht Lützeburger. Und dafür stimmen wir. Dabei haben wir heute zu Lützeburg genug Demokratiedefizite, wo es viel mehr wichtig wäre, dass als Parteien sich mal darüber Gedanken machen. Ich zitiere hier nicht den Staatsrat, den genannt wird, und dann, so nicht mal vorsichtig an der Chambre, hört man das, lief deputiert in der Base, plebizitiert wird, das ist aufgenickt für mich, an der ich da nicht. Wir haben ein Verfassungsgericht, was kein von euch hier direkt am Konträr zu den anderen Ländern in Europa direkt ugehen kann, für sein verfassungsmäßig Rechte anzuklonen, sondern wusste à la merci von einem Gerichtshofpass, den dann, ob man da will oder nicht will, klärt, ob den Klo verfassungskonform oder nicht ist, beziehungsweise das Gesetz. Das tun wir nicht. Du musst unbedingt einen direkten Zugang da sehen. An mir hun als eigentlich für eng den Volkswillen auszudrücken, das heißt für Referendum, die Laten immens hoch gelöst. Wenn ich gucke, wenn ich an der Stadt ein Referendum aufhalten will, dann muss ich über 7000 Wähler fangen. Und ich kann das nicht an den modernen Zeiten online machen. Nein, ich muss das nach handschriftlich mit Licht zu Licht machen. Und da, wenn ich geliefert, weiß man, dass an der Wähler Licht sieht. Das heißt, mir hund Laten so gelöst, dass Referendum, wenn er nicht für Staatswege gewollt ist, für eine Bürgerinitiative praktisch unmöglich ist, durchzufeiern. All die, die aus dem Süßmer-Eck sind, die wissen, wie schwer das ist, die geben für ihr gerne ein Referendum machen, was die Kantonenmonde angeht, die wissen, wie schwer das ist, die Unterschriften zu kriegen. Und die Leute sind einfach zu hoch gelöst. Das ist für Basisdemokratie, hier zu Lützburg, können wir gar nicht schwätzen. Das ist, wir hätten 3 große Chantage, wo wir ohne, dass wir mal überhaupt und Wahlrecht zu den Nationalwahlen gingen, mal eine deutlich mehr Demokratisierung von unserem Staat durchführen können. Und ich denke, das ist das, was der DR auch in Zukunft fördern wird. Wenn ein Lotto draußen mit den Leuten schwätzt, und ich habe in letzter Zeit viel mit den Leuten geschwätzt, ich schwätze eigentlich immer viel bedingt durch meinen Beruf mit den Leuten, aber lo in der letzten Zeit dann apart mehr, weil die Leute mich auch schwätzen, da sagen sie, für was sollen wir eigentlich wählen gehen? Es ändert sich ja doch nicht. Oder ohne Idee geht es ja doch nicht. Nein, so nicht von hier, von dieser Platz aus. Es hat keinen Wert. Hier stehen an diesem Saal nur 60 Frauen und Männer, die bereit sind, zu weisen, diesem Land zu weisen, dass es möglich ist, auch ernst eine Regierung zu bilden und auch mit anderen Mehrheitsverhältnissen an der Chambre anzuziehen. Und ich denke, mir sollte von hier aus das ganz stark Signal gehen, dass Lützeburg sich verändern kann, dass wir nicht 80 Jahre lang einem erstmal
Rechten an dann engem CSV-Staat hörig sie müssen, sondern dass es auch einer Partei gibt, nirgend engem allmächtigen monolithischen Block, den du hast, die bereit sind, an Verantwortung zu treten, an die auch gute Ideen haben, an die denken, dass sie das Land hei durch die Krise, an der man sind, an die sicher nicht aufzuleuchten ist, ganz gut feiern können. Da der mit ihren sozialen Wurzeln, weil wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen, aus dem 5/6, steht hei ganz engagiert, mit einer klaren, transparenter Spruch an einer ehrlichen Politik hei zu Lützeburg. Und in diesem Sinn wünsche ich euch all einen guten und erfolgreichen Wahlkampf und ich sage euch vielmals merci, dass ihr nur gelauscht habt.